Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pixies perfekter Partner. Hier ist wieder euer Oliver311. Ich begrüße euch zurück zu diesem wunderschönen Let's Play, von dem ich komplett die Steuerung vergessen habe, weil ich schon seit Wochen nicht mehr aufgenommen habe. Also Entschuldigung dafür, aber jetzt geht's weiter. Aha, interessante Geräusche. Alter, die habe ich nicht aufgehört. Hier habe ich definitiv nicht aufgehört. Boah, wieso bin ich... Ach so, da hinten war ich. Alles klar. Wieso stehe ich jetzt auf einmal hier vorne? Egal. Muss mich jetzt erstmal nochmal umsehen, warum ich jetzt hier bin. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Okay. Ja, hier haben wir aufgehört. Das ist richtig. Dann hat das Spiel wohl einen komischen... Fit for a pig. Jo, hier haben wir aufgehört. Das ist richtig. Daran erinnere ich mich. Naja, egal. Ist ja gut. Dann haben wir jetzt... Weiß ich nicht. Habe ich im letzten Party die Tür noch aufgemacht? Ich glaube nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall sind wir in der Raffinerie und machen jetzt weiter. Und es hat er mir natürlich irgendwas mit einem EMP-Schock angezeigt und ich habe nicht aufgepasst, was der machte. Verdammt. Und ich wollte mir eigentlich nochmal in die Steuerung reinarbeiten, aber naja gut, der Zug ist abgefahren. Denke ich mal. Verdammt! LOL? Da war noch einer. Okay. Das Let's Play geht doch schon wieder richtig gut los hier. Da haben wir ja direkt Lust, dieses Spiel zu spielen. Na gut. Vielleicht zeigt er jetzt nochmal an, was mit dem EMP-Schock war. Weil das habe ich mir jetzt nicht so ganz gemerkt. Und wo zum Teufel kam der Typ her? Schilde kann mit EMP-Schocker oder EMP-Gerät entfernt werden. Elektroschocker oder EMP-Gerät. Ich habe ein EMP-Gerät? Verdammt. Was das ist, die Ablenkung, ne? Das ist das EMP-Gerät, das ist das Herzding. Na gut. Wo kam denn jetzt der dritte her? Ah, okay, hier haben wir diese Anzeige. Alles klar, ich ein Popöchen. Wo kam der dritte denn her? Ich bin echt verwirrt. Ist das der Typ von da oben oder was? Na gut, ich denke mal, ich werde die jetzt einfach mal ablenken. Indem ich das Ding da richtig weit wegwerfe. Dann vielleicht gleich noch das Elektro-Enslaved-Schocker-Ding mit reinmache. Jo, genau so. Und jetzt mal gucken, ob ich die geschickt wegballern kann. Erstmal den mit dem Schild. Ah, und verdammt, der lebt noch. Nein! Jetzt sind das auf einmal vier. Scheiße, Mann. Scheißdrecke. Tief durchatmen. Aber ich glaube, die Strategie könnte unter Umständen funktionieren. Na gut. Machen wir es aber nochmal. Wir lenken die alle ab und dann ist gut. Hoffentlich klappt das, ey. So, warten. Verdammt, warum gehen die da nicht hin? Warum ist der letzte Typ da jetzt nicht hingegangen? Ist der irgendwie dumm? Mann. Dann warten wir nochmal ab, bis der letzte sich, bis das Ding sich hier reloaded hat. Und dann machen wir es einfach nochmal. Komm schon, geh da hin, geh da hin. So muss das. Na toll, ich Depp schieß natürlich wieder voll daneben. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ihr bleibt schön da hinten. Ich zieh den ganzen Trick einfach nochmal ab. So, das müsste jetzt gehen. Komm schon, und der letzte noch. Der hält nämlich nicht mehr lange. Alles klar. Gut. Erstmal tief durchatmen. Das ist anstrengender, als ihr glaubt. Ihr glaubt das immer gar nicht, wenn man das guckt, ne? Aber es ist tatsächlich so. Es ist ziemlich anstrengend. So. Hier ist eine Tür. Da geht's nach oben. Scheiße, womit kam ich da jetzt hoch? Ah, mit B, alles klärchen. So, ich muss mir jetzt hier erstmal durchsehen. Wo man hier denn am besten... Ja, was es hier denn überhaupt zu tun gilt? Ich frage mich, warum kann ich hier eigentlich überhaupt nach oben? Ach, guck mal, hier ist ein Pin-Up. Alles klar. Wow! Twins!
I'd sure like to be that bacon sandwich. Ja, Pixie, ist okay. War ja klar, dass es hier oben irgendwas zu geben wird. Kann man dich eigentlich angucken, die Dinger? Nee, schade. Warum bauen die sowas ein, wenn ich mir die nicht angucken kann? Mann, das ist doch doof. Mag ich jetzt gar nicht. Finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Na gut, Alter, und die Büsche nerven hier wie Sau, sag ich euch. Gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ey, ich stehe bei dem Spiel echt irgendwie mehr unter Druck als bei anderen Spielen. Ich weiß gar nicht warum. Vermutlich, weil Pixie einfach mal nichts kann. Das ist der Grund. Pixie kann nichts. Und ich finde das nicht gut, wenn ein Spielcharakter nichts kann. Wow! Alter! Was war das? Okay. Das finde ich jetzt doof. Bitte sag mir, dass es... Okay. Meine Fresse. Hui. Gut. Alter, was geht denn? Was war denn jetzt los hier? Okay, also, wir haben 4 possible Ziele. Alle mit Geschützen. Verdammt. Und der hier kommt mir gerade ein Stück zu nah. Na toll. Oh, hat funktioniert. Gut, wunderbar. Ach, schon wieder. Voll für den Arsch. Hey, es hat funktioniert. Geil. Alles klar. Wo ist der? Rein in den Kopf. Alles gut. Alles gut. So, ich sehe noch 3. It's time to say goodbye. Wage ich es, den da hinten abzuschießen? Oder warte ich lieber noch, bis sich mein Ablenker wieder regeneriert hat? Ich warte, bis sich mein Ablenker regeneriert. Oh yeah, Bitches. Na toll. Also noch mehr daneben schießen. Kann man ja, glaube ich, bald gar nicht. So, gut. Das wäre das gewesen. Mal ein bisschen von dem Typen, der da übelst auf mich zugestürmt hat, war die Aktion ja hier relativ easy. Oh nee. Let's make this up close and personal, shall we? Nee, 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 nee. Ach, verdammt. Verdammt nochmal. Also irgendwie ist das heute nicht mein Tag. Aber irgendwie mal so gar nicht. Wie löste man das Scheißding aus? Wie löste man dieses Herzding aus? Wofür habe ich das Herzding, wenn ich nicht mehr weiß, wie man es auslöst? Scheiße. Verdammt. Also jetzt bin ich gerade... Let's make this up close and personal, shall we? Ja, pff, du mich auch. Jetzt, oh Mann, jetzt schmeiß doch mal das Ding da weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, 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 alles klar. Alter! Was geht denn? Was geht denn hier, ey? Also ich finde das jetzt alles hier bald nicht mehr lustig, was hier gerade abgeht. Vor allem, ich habe nicht vergessen, wie man das Herzding einsetzt. Das ist schlecht.
Das ist verdammt schlecht. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil der Part ist ja bald vorbei. Und dann kann ich nochmal eine Aufnahme nachgucken. Oh, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Verdammt! Alter! Was haben die sich hier ausgedacht? Bitte jetzt nicht nochmal... Oh, Gott sei Dank. Alter! Boah! Ich krieg hier echt gerade Probleme. Rennen ist keine Schande, ja. Du mich auch, liebes Spielchen. Und BOOM! Eieiei. Was für eine Aktion hier. That was the last of them. D-E-A double D. And there she was. A 44 power rack. And what a beaut. I've got to tell you, these all-action, do-or-die missions, they sure keep you fit. Ja, du siehst sehr fit aus. Na toll. That damn salvage ship was taking my baby away. Well, yours truly wasn't gonna let that happen. A man's gotta do what a man's gotta do. No one said this would be easy. Ow. You know, once in a while it pays not to be all skin and bones. Ah ja, jetzt. Half a power rack was no good to anyone. I needed to follow that damn salvage ship. Ach, hat nur einen halben. Grab back the other half. I hate unfinished business. Ich hätte nichts dagegen, wenn es jetzt zu Ende wäre. Gut, aber das heißt, der DLC ist ja an dieser Stelle dann Gott sei Dank noch nicht vorbei. Naja, altmodisches Gemetzel, würde ich sagen, ne? Ist jetzt dran. Ne, jetzt, oder? Och, es hat den Typ erwischt. Okay, little fella. Wait. Jetzt ist er noch ein bisschen bescheuert als vorher. Noch mehr von den Dingern. That turtle chew me up if I get too close. Gotta find a way to destroy it. Those rusted pipes, maybe I can bring them down. I need to blast those support struts. Love this weapon. I'm a sophisticated old school man. The original Mr. Nasty. Step aside now, people. Pigsy's got himself a swine bomb. A swine bomb. Eine schweinische Bombe. So sieht's aus. Aber wie die funktioniert und was wir alles so noch erleben werden mit dieser schweinischen Bombe, sehen wir im nächsten Part. Ich bin Oliver3911 und sage Ciao!